Und erster Redner ist Süleyman Sorber von den Grünen. Herr Vizekanzler, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich freue mich, dass wir uns mit dem vorliegenden Antrag heute dem E-Sport widmen können. Einem Thema, das aktueller nicht sein könnte. Doch worum geht es? Einfach ausgedrückt handelt es sich beim E-Sport um eine moderne Form des sportlichen Wettkampfs. In der Regel spielen E-Sportler als Mannschaften oder als Einzelpersonen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander. Die Regeln des Wettkampfes werden dabei durch das Spiel sowie durch ein Regelwerk, das vom Wettkampfveranstalter ausgearbeitet wird, festgelegt. Insbesondere bei jungen Menschen erfreut sich der E-Sport immer größerer Beliebtheit, sodass in den vergangenen Jahren ein enormer Zulauf und auch ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit an dem Thema verzeichnet werden kann. Wir haben auch einige international sehr erfolgreiche E-Sportlerinnen aus Österreich. Wie auch bei Fußballspielen füllen E-Sport-Veranstaltungen mittlerweile auch in Europa große Hallen und werden auch bei Live-Übertragungen millionenfach zu Hause vor den Bildschirmen verfolgt. Dieses große Interesse steht jedoch in starkem Kontrast zur Anerkennung und den rechtlichen Rahmenbedingungen, denen der E-Sport aktuell gegenübersteht. Der Rang als offiziell anerkannte Sport bleibt dem E-Sport seit Jahren in Österreich verwehrt. In mehr als 60 Ländern ist die Situation jetzt schon eine andere. Ich denke zum Beispiel an den asiatischen Raum, wo der E-Sport schon länger als Sport anerkannt ist. Oder auch an einige europäische Staaten, wie etwa Schweden, die Niederlande, Bulgarien oder in Frankreich. Warum also die Verzögerung? Als Gründe gegen eine Anerkennung werden oftmals die häufig wechselnden Spiele genannt, die eine Etablierung von Disziplinen hindern würde. Andererseits heißt es, E-Sport sei nicht ausreichend körperlich. Beide Begründungen halten einer genaueren Überprüfung und einem Vergleich mit anderen Sportarten jedoch kaum stand. Zum Wechsel der Disziplinen ist festzuhalten, dass dieser vorhersehbar und damit auch planbar ist. Disziplinen werden einen gewissen Lebenszyklus haben und sobald dieser erschöpft ist, werden andere Disziplinen an dieser Stelle eintreten. Die Entscheidung hierfür kann beispielsweise ganz unproblematisch von E-Sport-Verbänden getroffen werden. Die fehlende Körperlichkeit hingegen ist auch bei anderen Sportarten kein Kriterium. Man denke hier nur an Schach, das offiziell als Sport anerkannt ist, jedoch nur die Bewegungen von Schachfiguren erfordert. Klar ist, dass die Anerkennung von E-Sport als Sportart einige Fragen aufwirft, die nur mit einer Ausarbeitung eines rechtlichen Rahmens beantwortet werden können. Dabei geht es um Regelungen betreffend dem Jugendschutz, dem Arbeitsrecht, steuerrechtliche Themen, grenzüberschreitende Angelegenheiten und vieles mehr. Um konkrete Lösungsvorschläge zu all diesen Fragen auszuarbeiten, soll dementsprechend die im Antrag angesprochene Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die auch wesentliche Stakeholder in diesem Bereich mit einbeziehen wird. Neben dem E-Sport gibt es aber auch weitere Dinge in dem Bereich des Gamings, mit denen sich die Arbeitsgruppe beschäftigen soll, wie zum Beispiel mit dem umstrittenen Thema der Lootboxen. Kurz gesagt handelt es sich bei den Lootboxen um Überraschungskisten, die man sich in einem Spiel gegen Echtgeld kaufen kann und in denen befinden sich nach einem Zufallsprinzip Spielinhalte. In einigen EU-Ländern werden diese Mechaniken schon als Glücksspiel gewertet und auch dementsprechend reguliert. Wir sehen also, es gibt im Bereich des E-Sports viele offene Fragen, die wir möglichst bald beantworten sollten. Heute gehen wir das Thema mit einem ersten wichtigen Antrag an, der in Zukunft für mehr Klarheit sorgen wird. Herzlichen Dank.